Dokumentvorlagen in Writer LibreOffice 6.3. Grundlage dieses Videos ist das Handbuch Writer Textverarbeitung. Wozu sind denn nun Dokumentvorlagen gut? Alle Dokumente in LibreOffice basieren auf Dokumentvorlagen. Im einfachsten Fall ist dies in Writer ein leeres weißes Blatt. Es kann aber auch eine Briefvorlage, ein ausfüllbares Formular oder eine Berichtsvorlage sein. Eine Dokumentenvorlage ist ein Modell oder Muster, das verwendet wird, um neue Dokumente damit zu erstellen. Nehmen wir als Beispiel, Sie wollen häufiger Briefe schreiben. Da wäre es sehr arbeitsintensiv, wenn Sie jedes Mal den Absender schreiben müssten und den Platz für die Anschrift zu bestimmen. Da tauchen dann bei jedem Brief Fragen auf, wie zum Beispiel, welchen Rand hatte ich wo eingestellt, welche Schriftart und Größe hatte ich verwendet und so weiter. Was ist der Vorteil einer Dokumentvorlage? Der große Vorteil der Dokumentvorlagen besteht darin, dass die immer wiederkehrenden Einstellungen und Vorgaben nur einmal vorgenommen werden müssen. Dazu sollten Sie sich genügend Zeit nehmen und alles nach Ihren Vorstellungen vornehmen. Ein Dokumentbrief für eine Vorlage erstellen. Man erstellt also zunächst einen Brief für eine Vorlage, in der alles Wiederkehrende festgelegt wird. Das Anschriftenfeld, das Adressfeld, die Seitenränder, eventuell eine Grafik und Formatvorlagen, Absatzvorlagen für die Textauszeichnungen. Sowie Formatvorlagen, Seitenvorlagen für unterschiedliche Seitenränder. Der Brief hat bereits eine zweite Seite mit einer anderen Seitenvorlage. Den Brief als Dokumentvorlage speichern. Ist der Brief fertiggestellt, kann er nun als Vorlage gespeichert werden. Wählen Sie im Hauptmenü Datei Dokumentvorlagen als Dokumentvorlage speichern. Die Dialogbox als Dokumentvorlage speichern zeigt die Kategorie der Dokumentvorlage an. Hinweis: Kategorie ist hier ein Synonym für Ordner oder Mappe. Wählen Sie den Ordner aus, in dem die neue Dokumentvorlage gespeichert werden soll. Als Beispiel nehmen Sie den Ordner Meine Dokumentvorlagen. Oben in der Dialogbox tragen Sie den Namen Brief Max Mustermann für die neue Dokumentvorlage ein. Sie können nun noch entscheiden, ob der Brief als Standardvorlage gespeichert werden soll. Wenn Sie bei Dokumentvorlage als Standard setzen, ein Häkchen setzen, wird beim Öffnen von Writer immer diese Briefvorlage geöffnet. Dann klicken Sie auf Speichern. Writer speichert die neue Dokumentenvorlage und die Dialogbox wird geschlossen. Sie können den Brief nun schließen. Eine Dokumentvorlage wird zum neuen Dokument. Dokumentvorlagen sind in Vorlagenordnern gespeichert. Um eine Dokumentvorlage für die Erstellung eines Dokuments zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor. Öffnen Sie Writer. Wählen Sie aus dem Hauptmenü Datei Neue Vorlagen aus. In der sich öffnenden Dialogbox Vorlagen verwalten ist als Filter bereits Textdokumente vorgewählt, da wir uns in Writer befinden. Hier werden je nachdem einige Vorlagen angezeigt. Wählen Sie hier den Ordner Meine Dokumentvorlagen aus.
Die im Ordner enthaltenen Dokumentvorlagen werden angezeigt. Klicken Sie auf die Dokumentvorlage Brief Max Mustermann und auf Öffnen. Die Dialogbox Vorlagenverwaltung wird geschlossen. Die vorher gewählte Dokumentvorlage wurde nun automatisch zu einem neuen Dokument. Sie können das neue Dokument nun bearbeiten und anschließend mit einem aussagefähigen Namen speichern, genauso wie Sie es von jedem anderen Dokument gewohnt sind. Die Dokumentvorlage wieder verwenden. Die Dokumentvorlage Brief Max Mustermann bleibt unverändert erhalten und kann somit immer wieder verwendet werden. Eine Standarddokumentvorlage festlegen. Sie können jedes beliebige Dokument zur Standarddokumentvorlage machen. Bei Bedarf können Sie auch wieder zur alten Standardvorlage zurückwechseln. Wenn Sie das Dokument, das Sie zur Standarddokumentvorlage machen wollen, ausgewählt oder erstellt haben, wählen Sie über das Hauptmenü Datei Dokumentvorlage als Vorlage speichern. In der Dialogbox als Dokumentvorlage speichern wählen Sie den Vorlagenordner und geben Sie einen sinnvollen Namen ein. Klicken Sie unten auf Dokumentvorlage als Standard speichern. Klicken Sie nun auf Speichern. Das nächste Mal, wenn Sie Reiter öffnen oder über das Hauptmenü Datei Neue Textdokument wählen, wird ein Dokument auf Basis der eben als Standard festgelegten Dokumentvorlage erstellt. Dokumentvorlagen verwalten. Einen Vorlagenordner erstellen. Reiter kann nur Dokumentvorlagen verwalten, die zuvor über die Vorlagenverwaltung gespeichert wurden. Wählen Sie im Hauptmenü Datei Dokumentvorlagen Dokumentvorlage verwalten. Die Dialogbox Vorlagen verwalten wird geöffnet. In der Dialogbox können Sie das Symbol Einstellungen anklicken und dann Neue Kategorie auswählen. Es öffnet sich eine Dialogbox, in der Sie den Kategorienamen angeben können. Hier geben Sie einen Ordnernamen, zum Beispiel Briefvorlagen, ein. Klicken Sie auf OK. Der Ordner wird dadurch gespeichert. Klicken Sie auf Abbrechen. Einen Vorlagenordner löschen. Wählen Sie im Hauptmenü Datei Dokumentvorlagen Dokumentvorlage verwalten. Die Dialogbox Vorlagen verwalten wird geöffnet. In der Dialogbox können Sie das Symbol Einstellungen anklicken und dann Kategorie Löschen auswählen. Es öffnet sich eine Dialogbox, in der Sie die Kategorie auswählen können, die Sie löschen möchten. Klicken Sie auf OK. Eine Dialogbox, sollen die ausgewählten Ordner gelöscht werden, kann mit Ja für das Löschen bzw. mit Nein zum Abbrechen bestätigt werden. Wenn Sie auf Ja klicken, wird der markierte Ordner gelöscht. Klicken Sie auf Abbrechen. Eine Dokumentvorlage verschieben. Wählen Sie im Hauptmenü Datei Dokumentvorlagen Dokumentvorlage verwalten. Die Dialogbox Vorlagen verwalten wird geöffnet. Im Ordner werden die enthaltenen Dokumentvorlagen angezeigt. Suchen Sie die Vorlage, die verschoben werden soll. Klicken Sie auf die Dokumentvorlage, die verschoben werden soll, und klicken Sie in der Dialogbox auf Verschieben. In der sich öffnenden Dialogbox kann eine beliebige Kategorie ausgewählt werden. Alternativ kann auch über oder eine neue Kategorie erstellen, ein neuer Ordner erstellt werden. Klicken Sie auf OK. Klicken Sie auf Abbrechen.